Guten Morgen Berlin, hallo Berlin. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Das Event hat den Subtitle Fantastic Presence, oder also gute Gegenwart und How to Shape the Future. Aber lass uns doch erst einmal darüber nachdenken, wie die Gegenwart des Bankings aussieht. Als wir 2007 uns angeschickt haben, eine Banklizenz zu beantragen, hat zwei Wochen nach unserer Lizenzbeantragung die Hypo Real Estate die ersten Zahlen verkündet. Danach ging es in dieser Reihenfolge weiter. Und meine Interpretation der Gegenwart ist, dass wir eigentlich gegenwärtig im Banking oder in der Finanzdienstleistung in etwas leben, das ich gerne als Ground Zero des Bankings bezeichnen würde. Wir haben den totalen Zusammenbruch einer Institutionsgruppe. Wir haben den totalen Zusammenbruch eines Glaubens in eine Währung beispielsweise. Ich sehe sie jetzt leider nicht aufgrund des Lichts, aber ich würde jetzt gerne fragen, wer glaubt an die Nachhaltigkeit des Euro? Und so weiter und so fort. Das Ergebnis dessen ist, dass wir, wenn wir die Gegenwart beschreiben wollen, bevor wir dann zur Zukunftsausrichtung kommen, dass wir feststellen müssen, dass es eine schlechte und eine ganz schlechte Nachricht gibt. Die schlechte Nachricht ist, dass das Vertrauen in Banking, Sie sehen es hier ganz rechts auf Deutschland bezogen, das Vertrauen in Banking nochmals deutlich gesunken ist durch die Finanzkrise. Nur noch 17% der durch Edelman Trust Barometer befragten Deutschen glauben daran, dass das Management oder die Entscheider einer Industrie die richtigen Entscheidungen treffen. 17%. Das ist nah am, ich sage mal, familiären Verwandtschaftsgrad der Mitarbeiter bei Banken. Die ganz schlechte Nachricht ist, wir in Bayern haben auch Humor übrigens, die ganz schlechte Nachricht ist, vor der Krise waren es auch nur 34%. Das ist für mich eigentlich nochmal die desaströse Aussage. Also wir sind aus einem sehr schlechten Szenario in ein katastrophales Szenario mittlerweile abgerutscht. Wenn Sie früher gesagt haben, Sie machen sich auf und werden Banker oder Sie gründen eine Bank und sind Bankmiteigentümer, dann war eigentlich Ihnen sicher, dass Sie aus dem Freundschafts- oder Verwandtschaftskreis Respekt bekommen haben. Heute bekommen Sie eher Mitleid. Und so sieht es auf der Kundenseite aus. Unternehmensberater nennen den deutschen Kunden mittlerweile frustriert loyal. Frustriert loyal. Warum? Frustriert, weil er den Service erlebt, den er erlebt, weil er die emotionale Situation erlebt, die er hat. Und loyal deswegen, weil er eigentlich für sich auf dem Markt keine bessere Alternative entdecken kann. Frustriert loyal. Wow. Das führt dann dazu, und dann kommen wir zur Web 2.0 Welt, das führt dann dazu, dass Kunden von Banken, und diese Dame hier ist Kundin der Bank of America gewesen, im Rahmen eines Beschwerdeprozesses sich irgendwann einmal hinsetzen und ein Video machen und dieses bei YouTube reinstellen. Das wird dann für den Brandbeauftragten der jeweiligen Bank ein sehr spannendes Erlebnis werden. Was ist passiert? Die Kundin hat von der Bank of America einen Brief bekommen, in dem stand drin, deine Kreditkartenzinsen steigen von 13%, übrigens 13% in Deutschland schon ein Fall für die Verbraucherschützer, auf 30%. Da haben sie dann auch einen anderen Blick auf den Loan Shark an ihrem Hauptbahnhof. Ja, also der wird dann da doch einmal auch kundenfreundlich. 30%. Und die Dame wollte mit der Bank of America sprechen. Es geht um Gespräch, um Interaktion. Und die Bank of America hat es schlicht verweigert. Die Bank of America hat zu ihr gesagt, geh doch zu deinem lokalen Schuldenberater, also zum Zwegert oder wie er heißt, auf RTL 2 und lass dir helfen, wie du von deinen Schulden wieder runterkommst. Das ist auch Finanzdienstleistung. Dürfen wir nie vergessen, da steht Dienstleistung im Namen drin. Und die Dame war dann so frustriert, dass sie sich irgendwann hingesetzt hat und ein Video gemacht hat, hat sich gedacht, mein YouTube gibt's, warum soll ich hier nicht einmal das sagen, was ich sagen will? Und fängt an mit den Worten, you are evil, thieving bastards. 2 Wochen später hat die Bank of America einen Brief geschickt, hat gesagt, okay, wir ziehen es zurück. Mittlerweile haben es über 500.000 Menschen gesehen. Der Brandbeauftragte hat einen Job. 3 Dinge. Wenn wir Banking besser machen wollen, 3 Dinge. Erstens, für uns als Bank, wir müssen Trust wiederherstellen. Darum geht's. Wir haben als Industry, berechtigt oder nicht, und ich sage Ihnen auch ganz offen, viele der Mitarbeiter von Finanzdienstleistungshäusern, die ich kenne, machen schon einen guten und fairen Job. Das muss ich schon sagen. Nur die ganze Industrie hat unter dieser Entwicklung der letzten Jahre massiv gelitten. 3 Dinge, um die es geht. Erstens, Trust. How to regain trust. Und Gott sei Dank gibt es Web 2.0. Warum? Share.
haben wir im Web 2.0 gelernt. Warum soll es nur im Web 2.0 gelten, wenn wir es in der Finanzdienstleistungswelt auch machen können? Was kann ich da sharen? Ich kann meine Experience sharen, meine Erfahrungen sharen. Ich kann reinschreiben, welche Produkte finde ich gut, welche Produkte finde ich hilfreich, welche Berater finde ich gut, welche Experten finde ich gut, wer hilft mir, was sind überhaupt meine Erfahrungen? Das kann ich machen. Warum soll ich es nur auf YouTube irgendwelche Funny-Videos sharen, wenn ich im Endeffekt solche Themen auch sharen kann? Ich kann auch auf Flickr haben wir sharen gelernt. Das kann ich auch zu Finanzdienstleistungsthemen machen. Wir haben in unserer eigenen Community Leute, die ihre Post von der Versicherung hochladen, damit die anderen sehen, was die Versicherung ihnen für Briefe schreibt. Das hilft jedem von denen. Share. Cooperate. Web 2.0, was ich Ihnen hier erzähle, überhaupt nichts Neues. Cooperate. Ich habe eine Frage. Der Versicherungsberater XY sitzt mir gerade gegenüber und will mir die 18. Versicherung zu meinen 17 bestehenden verkaufen. Macht das wirklich Sinn? Warum brauche ich einen Hochwasserschutz, wenn ich in den Alpen lebe? Und so weiter und so fort. Ja? Das kann vielleicht sein, dass das nur die Vertriebsziele des jeweiligen sind, aber die Community kann dann auf die Frage zurückkommen und kann sagen, hey, pass mal auf, die Versicherung macht vielleicht keinen Sinn. Gold ist vielleicht doch in einem Bubble drin oder Gold wird noch weiter steigen. Oder kümmere dich einmal, damit du überhaupt die ersten 100 Euro sparen kannst, wenn du zu deiner Bank dann gehen willst, um ein fortführendes Produkt zu haben, um die und die und die Kostenersparnisthemen. Cooperate, gemeinsam sich helfen, gemeinsam mehr Geld zu haben. Darum geht's. Können wir das alles, so wie wir hier im Raum sitzen? Aber hallo, wenn hier ungefähr 400 Leute sitzen, sage ich im Schnitt, haben sie 3 Bankverbindungen und 5 Versicherungsverbindungen. 2 Bankverbindungen. Das heißt, wir haben ungefähr 1000 Bankerlebnisse und 1500 bis 2000 Versicherungserlebnisse. Wenn wir hier offen über die reden würden, wir hätten alle massiv davon. Collaborative Action. Was heißt das? Gemeinsam meinetwegen des Performance-Ziels eines Fonds zu bestimmen. Brauchen Sie einen Fondsmanager, der Ihnen dabei hilft, den DAX nicht zu erreichen? Und dem zahlen Sie noch 2% Management-Fee im Jahr? Brauchen Sie den? Nein. Das können Sie selber besser. Es gibt Fonds mittlerweile, die Ihnen anbieten, dass Sie als Co-Investor, wenn Sie also praktisch in diesen Fonds Geld einbezahlt haben, dass Sie dann auch mitbestimmen können, was die Asset Allocation aus einem Spektrum beispielsweise von 200 Aktien macht. Collaborative Action. Collaborative Action heißt auch, dass wir unsere Nutzer beispielsweise auffordern und einfordern zu sagen, wie wollt ihr, dass sich eine Bank entwickelt? Was für Themenschwerpunkte sind für euch wichtig? Welche Produktwelt ist für euch wichtig? Was ist im Endeffekt eine, bis hin zur Werteweltentwicklung? Wie soll das weitergehen? Eigentlich etwas, was die Raiffeisenbanken vor 150 Jahren so begonnen hatten. Nur unterwegs so viel Weg freigemacht, dass wir es glatt vergessen haben. Ja? All das ist heute durch die Wirkmechanismen des Web 2.0 breit gelebte, breit akzeptierte, täglich auch von Ihnen hier mehrfach ausgeführte Lebensbestandteil. All das machen Sie es auch in der Finanzdienstleistung. Zweiter Punkt, also nachdem wir versuchen, Vertrauen zu gewinnen, indem wir alle wieder Vertrauen in Finanzdienstleistungen zu gewinnen, indem wir eben indem wir Transparenz haben, indem wir Interaktion, indem wir Integration haben. Technologie. Die Technik hat sich in den letzten Jahren so stark fortentwickelt, dass sie wirklich für sich gesehen ein großes Feld dessen ist, was hier einen Nutzen stiften kann. Ich will es gar nicht in Tiefe ausführen, aber die Megatrends für uns in der Hinsicht sind wirklich alles rund ums Web 2.0 auf der einen Seite und natürlich alles, was mit Smartphones, iPads und Sie kennen das alles viel besser als ich, hier am Entstehen ist. Technologie ermöglicht es Ihnen, dass Finanzdienstleistungen in Zukunft auch Spaß machen kann. Ich habe das Kreditwesengesetz wirklich rauf und runter studiert. Ich habe nirgendwo den Paragraphen gefunden, wo drin steht, eine Geldüberweisung muss immer hässlich sein. Steht da nicht. Eine Geldüberweisung kann auch einmal lustig sein. Ich kenne eine Bank, die bietet eine Geldüberweisung so an, dass sie im Endeffekt eine E-Card mit integriertem Geldbetrag ist. Warum soll man es nicht machen? Sie können so eine Geldüberweisung endlich auch mal emotional machen. Wenn Sie dem Merchant Geld schicken und Sie mit der Ware nicht zufrieden sind, können Sie das passende Bild dazu aussuchen. Das ist Instant Feedback, was der da kriegt. Ja? Sie können Geburtstagsgrüße so verschicken. Warum soll es nicht so gehen? Warum bietet eine Vollbank übrigens auch nicht das an, auch das ist Technologie, was PayPal und Moneybookers können? Warum bietet eine Vollbank im Mantel der Sicherheit nicht eine Geldüberweisung an eine Handynummer an?
Warum bietet sie die Überweisung nicht an eine E-Mail-Adresse an? Wenn ich das jemandem präsentiere, vor allen Dingen aus dem Banking, dann sitzen die Leute mit offenem Mund davor und sagen, boah, wie geht denn das? Wo ist denn mein Geld hin? Und so weiter und so fort. Aber da sehen Sie. Und wenn ich die Leute danach frage, wie viele Menschen glaubt ihr, dass auf PayPal registriert sind? Neulich bei 200 Mitgliedern der Marketingabteilung in einer großen Finanzgruppe, ich sage nicht wer, sage ich, wie viel glauben Sie sind auf PayPal? Dann sagt der erste 5 Millionen, sage ich, ich rede nicht von Deutschland. Ach so, weltweit. Ja, also wir haben uns dann bei 15 Millionen eingependelt. Wenn ich denen dann sage, es sind mehr als 250 Millionen und die das gar nicht wissen, dann wissen sie auch, warum sich im Endeffekt die Banken der technologischen Entwicklung gar nicht hingeben, weil sie es unterschätzen. Deswegen ist Technik für mich schon an und für sich ein Wesen, auf das man zugehen muss. Also Geld überweisen, Geldtransaktionen können Spaß machen. Es kann sogar so viel Spaß machen. Warum kann ich keine Geldüberweisung an ein Twitter-Profil schicken? Ich kann an Mamu456 Geld schicken. Muss ich wissen, wer Mamu456 ist? Nein. Muss ich wissen, was die Banking-Details sind? Nein. Muss der Empfänger dazu Kunde sein? Nein. Das ist Banking der Zukunft. Was nutzt mir auch, ehrlich gesagt, wenn ich eine Geldfrage stellen kann, ich aber bei dem Berater sitze, meinetwegen, und mein PC nicht dabei habe oder mein Laptop, was ja klar ist. Also muss ich es doch aufs Mobile bringen. Das ist doch der nächste Schritt. Das muss doch möglich sein, dass ich mit meinem Mobile bei dem Kollegen da drin sitze und dann reintipp, ist es wirklich so, und dann den Pushback kriege und sage, übrigens, die Community hat die passenden Fragen für das Gespräch jetzt oder die passenden Hinweise für das Gespräch jetzt. Mobile Community Banking ist etwas, wo ich denke oder mit dem ich denke, dass wir die Zukunft auch in der Finanzdienstleistung besser gestalten können, weil so ist gewährleistet, dass ich nie mehr allein bin, wenn es um Finanzthemen geht. Crowdfunding, eines der großen Themen. Unser Partner auch Startnext sei hier erwähnt. Startnext, die sich dazu aufgetan haben, im Endeffekt kreative Projekte zu fördern. Warum wird es notwendig sein? Weil der Staat wird es ihnen nicht mehr geben. Ganz einfach. Wir müssen uns alle darauf fokussieren, dass wir das Funding für unsere Projekte selbst zustande bringen. Startnext macht es mit Hilfe der FIDOR Bank und ist dementsprechend für mich ein perfektes Beispiel, um eine gesellschaftliche Entwicklung zu fördern, um die Vielfalt in unserer Gesellschaft zu fördern, um das Ganze einfach, effizient, nachhaltig, sicher zu machen. Das geht so weit, dass es Teams gibt, die sich dazu aufschwingen. Ich meine, das ist das, was das Finanzamt mir jedes Jahr sagt. Und da gibt es jetzt unternehmerische Teams, die das machen wollen. Ich finde es super, weil im Endeffekt bedeutet es ja eins, und auch das ist Bestandteil einer besseren Zukunft für uns in dieser Hinsicht, dass wir die Intermediäre, diese Entscheider, die unterwegs auf dieser Prozessstrecke sind, ausschalten, weil wir einfach Angst haben, weil wir einen Distrust haben, dass diese Intermediäre eine Entscheidung treffen, die nicht in unserem Interesse ist, die nicht in dem Interesse ist, dem ich Geld mitgebe, wenn ich es einer Behörde, sei es einem Finanzamt oder wem auch immer, praktisch überweisen muss. Dazu ist es da, dass es direkter wird. Es ist ein Teil der direkten Demokratie. So weit kann Banking gehen, dass es Bestandteil in dem politischen und gesellschaftlichen Alltag hat. Was brauche ich dazu? Die Lizenz von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen. Ja, finde ich aber auch gut so. Warum? Weil es geht um euer Geld. Und es soll nicht jeder machen dürfen. Ganz wichtig. Was ist aber noch wichtiger? Es braucht euch, alle miteinander. Es kann nicht sein, dass wir Tag ein, Tag aus googeln, damit wir das nächste Hotel 10 Euro billiger buchen und gleichzeitig dem nächsten windigen Finanzberater 1.000 Euro hinten reinschieben, weil wir es unkritisch, unhinterfragt unterschreiben. Das kann nicht sein. Es muss ein anderes Selbstverständnis auch beim Bankkunden her. Natürlich bei der Bank in erster Linie, gar keine Frage. Aber wir, die Kunden, müssen uns hinstellen, wir müssen kritisch sein. Wir dürfen uns nicht mit der erstbesten Meinung eines Vertriebsmitarbeiters, es ist vollkommen legitim, dass ein Vertriebsmitarbeiter seine Sachen verkaufen will. Das ist nicht böse. Aber es ist auch nicht in Gesetz niedergeschrieben, dass ich das sofort annehmen muss. Ich muss hinterfragen, ich muss kritisch sein, wir müssen uns um unser Geld kümmern, weil wenn wir es nicht machen, macht jemand anders das. Und was dabei rauskommt, sehen Sie heute. It needs you. Alle, so wie wir hier da sitzen. Und wenn wir das begriffen haben, dann bin ich der Meinung, dass es für die Entwicklung hin zu einer besseren Zukunft, auch im Rahmen der Finanzdienstleistung, keine Wendemöglichkeit mehr gibt. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus